Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon. So, heute machen wir schon die nächste Prüfung, nämlich die Feuerprüfung. Und ich habe mein Team einfach mal ein bisschen umgestellt, denn ich habe jetzt ja, Modung dabei. Natürlich für die Feuerprüfung nicht so viel, aber so allgemein einfach jetzt Feuer-Pokémon. Und ja, wir haben Pampui dabei. Ist halt für die Feuerprüfung dann ganz praktisch. Magnetilo sind dafür rausgeflogen und hier Magrita, weil, ja, ganz ehrlich, Hariyama ist ja später nicht so ein krasses Pokémon. Typ Kampf brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt demnächst. Und Magnetilo ist einfach so, ganz ehrlich, bis wir nicht beim Canyon sind, dass er irgendwann mal zu einem Magneton wird. Ist es auch nicht viel, so ein Magneton im Team zu haben, ist jetzt auch nicht so krass. Plus Elektrostahl sind jetzt auch nicht so die Typen, die wir zunächst brauchen. Deswegen so, ja. Also wenn wir irgendwann beim Canyon von Pony sind, können wir das meinetwegen wieder mitnehmen oder so. Ist das schon, also Magneton ist das schon relativ stark. Aber bis dahin so ein, ja. Nur so ein Magneton im Team haben, ist das nicht unbedingt so, das ist, was ich will. Ja, ich bin auch noch nicht mit einer auf Level 22, dann ja. Ist ja wie bei den Plätscherhügeln, ne? So ein kleines Stückchen haben wir hier noch, wo wir rumlaufen, bis wir denn da sind. So. Doppelkick. Ich habe die Attacken noch gar nicht drin, sortiert. Genau, er hat auch Flinkklaue bekommen. Hat er vor Magneto, brauchst du logischerweise nicht mehr, wenn es auf der Bank ist. Geduld. Ne, Geduld will ich eigentlich nicht haben. Also, dann wird so alle Level 22 kommen. Ich habe ja alle so kurz vor 21 trainiert. Ich habe mir gedacht, komm, in der Folge machen wir das dann noch. Stachelspor. Ne, da behalten wir auf jeden Fall Schlafpuder. Und unser Plan beim Herrscher ist dann nachher einfach Z-Wasserattacke und dann einfach weiteren Wasserattacken drauf spammen. Kannst du die Attacken sortieren? So, du hast Dampfwalze. Flüger macht ja, was macht der Flüger eigentlich? Aha, bringst du ja richtig für mich auf jeden Fall. Stärker. So, und du hast bisher noch nicht so krasse Attacken, aber wie gesagt, das haben wir eh nur so nebenbei dabei. Aber eigentlich machen wir lieber so. Wenn man mit Drachenwut, ich weiß ja nicht, wie viel Leben der Herrscher hat. Aber Drachenwut könnte uns natürlich schon vielleicht noch was bringen. Plus eine Feuerattacke tanken wir dann ja auch weg. So ist er nicht. Wir schauen mal. Noch ein Trainer. Nee, doch nicht. Hier ist die Prüfung. Muss ich? Warte mal. Man muss ja die, gleich diese komischen Bilder da zuordnen. Muss ich die alle in einen Stück machen mit dem Herrscher zusammen? Nee, oder? Ich kann mich doch bestimmt vom Herrscher nochmal heilen oder so, oder nicht? Soll mein Team umstellen? Das ist Pampui jetzt halt vorne, ne? Aber ist ja schon ganz schön hart. Wenn ich mich nicht zwischendurch heilen könnte, dabei ist ja gar nicht mal so schnell, dass Pampui hier vorne ist, weil dann hat mein Marikek, genauso hieß das, wie das Full Life. So, ich bin Skiabe. Zusammen mit meinem Knorke halte ich den traditionellen Tanz der Alola-Region in Ehren. Also meine Prüfung. Weißt du, damit fällt es dich ein klein wenig anders als mit den anderen Prüfungen. Aber möchtest du dich dir natürlich trotzdem stellen. Stimmt's oder habe ich recht? Unbedingt. Die Prüfung beginnt. Meine Prüfung erfordert vor allem eines, eine gute Beobachtungsgabe. Du sollst mir nämlich sagen, worin sich die zwei Tänze jeweils unterscheiden. Möge meine Prüfung beginnen. So, laufen links rum. Ja, zeig nach rechts, zeig nach da. Ja, aber jetzt mittlerweile guckt halt anders. Das Knorrer in der Mitte. Na sowas, das hast du gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Knorrer. Was passiert, wenn ich das falsch mache? Guck ich die Distanz einfach nochmal. Kämpfe ich da auch gegen Knorrer, so oft bis ich es richtig habe. Dann kämpfe ich wieder gegen Knorrer, wenn es falsch habe. Und wieder und wieder und wieder. Was will ich eigentlich in der Sache sonst? Ne? So, Dampfwalze. Vielleicht reicht das, ja? Na, leider nicht.
Zucker war auch so sehr für Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Es hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Und weiter geht's. Tanz Nummer 2. Ich habe, glaube ich, doch echt die Befürchtung, dass wir direkt gegen den Herrscher kämpfen müssen. So, der zeigt uns den Arsch. Der guckt nach links, der guckt nach rechts. Aber der römische Wanderer-Typ ist da. Der Wanderer. Na sowas, da hast du gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Wanderer. Hallo da. Ein Magma. Tja, da werden wir auf jeden Fall auf zwei Tagen brauchen. Und dafür nicht, lol, okay. Das ist jetzt noch ein Level höher als das Knocker eben, aber nö, ist aber explodiert. Na, Knocker wohl eine gute Verteidigung, würde ich sagen. Der Wanderer war außer sich verfreut, weil du ihm deinen Tipp richtig lagst. Er hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Hä? Du hast doch gesagt, dass er mich angreifen soll. Willst du dich verarschen? Kommen wir nur zum letzten Tanz, okay. Komm hier nach denn der Herrscher? Wahrscheinlich, ne? Die so, der Wanderer so, der macht ein Foto. Ah. Oh, war das der Herrscher aus dem... Oh, lol. Knorra war hier gar nicht das Herrscher-Pokémon. Knorra war ein Ultrasonne, ein Ultramond das Herrscher, ne? Das heißt, Pampui wäre viel geiler gewesen mit Full Life, weil es ihn einfach eine Vierfachschwäche hätte. Das seltsame Pokémon. Na sowas, hast gut gemacht, fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Herrscher-Pokémon. Oh mein Gott, ich habe die Herrscher vertauscht, ey. Warum ist das denn auch anders in Sonne, Ultrasonne, Ultramond? Aber ich würde sagen, wir haben genug HP, um mindestens einmal einen Stampfer einzusetzen. Weil jetzt auch wenigstens die Initiative gesenkt. Und eine Attacke sollten wir doch wohl tanken, oder nicht? Also, wir haben noch über halbes Leben. Und 3-4 Leben haben wir noch. Also, wenn wir mit Pampui die Attacke nicht tanken, tanken wir die auch mit anderen Leuten nicht. Oh mein Gott. Ja, easy, ne? Alter. Einfach gewonshottet. Ja gut, war halt eine Vierfachschwäche. War halt nur nicht so, wie ich gedacht habe. Gegen Knorra wäre es halt nicht so gut gelaufen. Aber mal easy die Prüfung geschafft, ne? Du besiegst Amphierer, Herrscher. Wow, großartig, absolut großartig. Unglaublich, wie dir der feine Unterschied von Tanz zu Tanz aufgefallen ist. Doch unglaublicher ist, wie du das mächtige Herrscher-Pokémon des Vulkans besiegt hast. Zur Feier des Tages möchte ich dir nun einen Pyrium Z überreichen. Es wurde ursprünglich vom Herrscher-Pokémon getragen. Da ist es. Und so geht die Pose für die Z-Kraft vom Typ Feuer. Euch vielen Dank, liebe Knorra. Wenn du Pokémon begegnest, mit denen du dich anfreunden möchtest, benutze die hier. Flottball. Und das ist noch nicht alles. Ab sofort kannst du auch Glurak ganz einfach per Pokémobilfunk herbeirufen und so flugs an Orte gelangen, die du bereits besucht hast. Oh, das ist auf jeden Fall das Beste dabei. Steige den Berg hinab und zeige das Pyrium Z der Prüfungsleiterin vor der Barriere. Wir setzen nun unseren Tanz fort. Sagen wir, bis wir herausgefunden haben, was es mit der ominösen Z-Kraft auf sich hat, die Menschen und Pokémon Alola verbindet. Jo, dann weinten wir jetzt mal kurz hier auf unsere letzte Steuerkurztaste. Bup. Kann ich von hier oben auch runterfliegen? Ich fliege, glaube ich, aber ja quasi dahin.
Ja, und jetzt haben wir auch nur wieder zwei Level bis zur nächsten Prüfung, ne? 24. Ich glaube, wir haben aber auch eine Route 7. Ich glaube, wir laufen jetzt da quasi rechts in den Weg da hoch und dann sind wir ja bei der nächsten Prüfung auch schon wieder. Das heißt, je nachdem, wie viele Trainer erwarten, haben wir vielleicht nächste Folge auch schon wieder die nächste Prüfung. Weil dann dauert es auch erstmal wieder, bis wir eine neue haben. So, mal für die Pflanzprüfung ist natürlich, müssen wir mal gucken, ne? Also wir haben natürlich jetzt unser Mollung, aber es kann halt auch nur Blut und es hat auch nur Mollung. Ansonsten haben wir halt ihn. Und das war's auch eigentlich. Eigentlich müsste ich Odaf schon eigentlich wieder raustun, dann für die Prüfung mindestens. Und eigentlich Neptun von der Tür her halt auch, ne? Weil wir haben ja noch. Ne, die tote Box. Wir haben ja noch. Was haben wir denn noch? Ich habe gar nichts mehr wirklich, ne? Ihr bringt mir gar nichts. Du bringst mir eigentlich auch nicht wirklich irgendwas. Und ihr eigentlich auch alle nicht. Also seid immer noch besser als für natürlich ein Pokémon, was eine Schwäche dagegen hat. Also guck mal, wir sind ja noch auf Route 7, da fahren wir noch ein Pokémon. Und ja. Route 7 halt. Vielleicht finden wir allerdings was, das Pampulin noch ersetzen kann für die Pflanzenprüfung. Da wir da keine vierfach Schwäche haben, wird die wohl nicht so einfach laufen. Das wollte ich nicht. So. Aber auch eine Wasserprüfung haben wir, war mega anstrengend. Nächste Prüfung einfach umgeklatscht. So, lassen wir mal hier durch. Gut, im Dschungel könnten wir noch mit Pokémon fangen, ne? Aber da werden wir ja hauptsächlich Pflanzen-Pokémon treffen. Warte mal, wer war eigentlich nochmal? Warte mal. War. Ne, Matidea war die, das Prüfungs-Pokémon, ne? Glaube ich. Da bin ich mir so sicher. Aber schon. Da liegt ein Item. Da komme ich mir auch nicht ran. Du dort, warte kurz. Hättest du einen Moment Zeit für mich? Ah, er kommt jetzt auch mal. Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Akromas und ich bin Wissenschaftler. Meine Forschung beschäftigt sich damit, wie man das Pokémon, dem Pokémon ihr wahres Potenzial entlocken kann. Ich bin der Ansicht, dass es eine Verbindung zu ihrem jeweiligen Trainer liegt. Deshalb bin ich sehr interessiert an Trainern wie dir, die durch einen Zettel mit ihrem Pokémon verbunden sind. Ach ja, übrigens, ich habe dich ja noch gar nicht nach deinem Namen gefragt. Nico, verstehe, das merke ich mir. Zur Feier unseres Kennenlernens schenke ich dir die, eine TM. Aha. Ich glaube ja nicht so viel unbedingt. Der richtige Einsatz der Attacke Nitro-Ladung kann dir ja den nächsten Prüfungen und den Kampf gegen den Herrscher des Schatten-Dschungels erleichtern. Die Z-Kraft. Ist sie das, wonach ich suche, übertrifft sie den Mega-Ring. Hier in Alola soll es außerdem ein sogenanntes Pokémon-Resort geben. Eine Inselgruppe nur für Pokémon. Ich bin froh, dass ich nach Alola gekommen bin und werde wohl eine Weile hier bleiben. Ich verabschiede mich, Nico. Wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Ich denke, Nitro-Ladung, wir sind halt speziell mit Lono-Modung, ne? Ich glaube nicht, dass jemand anders das kann. Wie hoch ist der Unterschied bei dir? Ist er bei dir schon hoch oder ist er erst bei einem Vierer hoch? Ach, bei dir sind ja Spezialangriff. Warum hast du denn auch noch ein Kackwesen? Ach du Scheiße, er hat auch ein schlechtes Wesen, ne? Weil an sich müsste nicht so lange mehr Damage machen, so ist nicht. Brauchen wir eigentlich noch einmal später ein Feuer-Pokémon für irgendeine Prüfung? Nicht unbedingt, ne? Wir haben später noch den Stahl. Ne, der ist gar nicht der Stahl, oder? Ist auch hier wieder. In Ultrasonne, Ultramond. War der da Stahl, der eine Top 4 Typ? Oder war der hier Stahl? Weil einmal ist der Stahl und einmal ist der Gestein, oder nicht? Ansonsten bräuchte ich mir vorher eh nicht mehr unbedingt, weil tatsächlich Mollung mit einem schlechten Wesen ist nicht das Pokémon, was ich lange im Team behalten will. Das wäre ich noch für die. Trompec kann das auch. Mein Trompec ist auch unser Flug-Pokémon gleichzeitig, aber eine Nitro-Ladung mit dem Z-Kristall macht auf jeden Fall mehr Damage als ein Pflücker. Im Endeffekt. Und Trommik hat wenigstens normalen Angriff. Aber übrigens jetzt Dings auf jeden Fall auch bei. Dann haben wir bei dir Lockduft raus. Oder ist die Frage, oder sollen wir doch die Z-Attacke auf Mordung einsetzen?
Ja, ich wollte gerade sagen, dann behalte ich einen Hackattack auf Dingens, aber bringt mir aus, wenn ich da auch nicht Nitrolarung einsetze. Obwohl, wenn ich die nicht Zeitattacke nicht einsetze, bringt mir das gar nicht so viel. Dann bringt mir eine Flugattacke mehr. Ja, wie hoch ist der Angriff? Wir müssen da ja mal kurz ein bisschen gucken, wo es mehr Sinn macht, wer hier was macht. Du hattest jetzt einen 28er Angriff. Du hast halt 47, ne? Also das bringt eigentlich schon mehr, wenn der eine Z-Attacke mit einsetzt. Gut, dass wir werden dann, oh, dadurch werden wir dann aber nicht mehr schneller, ne? Das wäre natürlich auch noch. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu okay. Wäre natürlich geil, wenn man auch den passenden Effekt davon bekommen würde von der normalen Fähigkeit. Machen wir mal so. Tatsächlich mal noch geben wir jetzt ihm trotzdem. Ein besseres Item für den ja eh nicht. So, jetzt fangen wir aber noch ein Pokémon. Oder auch nicht. Warte, machen wir jetzt das Item, da haben wir dann Pokémon. Okay, wir haben quasi Geld gefunden. Übrigens, wir sind ja wieder so am Strand, ne? Ich bin wieder fürchten, dass wir wieder ein Wasser-Pokémon auftaucht. Wir sind bestimmt am Wingard oder so, ja. Lol. Als ob hier auch noch Malung rumläuft. Aber vielleicht hat es wenigstens ein besseres Wesen, das ist halt nicht so kacke. Weil der Amphira ist jetzt zwar nicht kein. Oh, ist auch weiblich zum Glück. Es ist kein krasses Feuer-Pokémon, das ist aber schon okay. Aber mit einem schlechten Wesen ist es halt kacke. Ich hoffe einfach mal, dass du ein gutes Wesen hast. Dann, ja, einsteigen. Nee, lieber nicht einsteigen, von der sterbe ich noch. Dann machen wir einfach mal hier irgendwie so einen Stampfer. Komm, du brauchst ein gutes Wesen, Malung. Oh mein Gott! Macht das so viel Damage, ey. Ich glaube, Mordung wird aber, glaube ich, echt nicht so krass sein für die Prüfung. Ich glaube, vielleicht müsste sich von Tür halt entwickeln, und das geht halt nicht, wenn. Ich glaube, wir brauchen Level 30 dafür oder über 30 irgendwo. Blip. Gefangen. So, unsere Mollung hieß Kala eigentlich, ne? Oder? Wenn ich das einfach Kala 2. Spitznamen. Kala. Dann machen wir so. Das ist ein V2. Ne, nur der Zeichen. Kala V2. So. Das hat bitte ein gutes Wesen. Oder wenigstens neutrales Wesen. Nur kein schlechtes Wesen. Naja, ist immer besser, weil der Spezialangriff sinkt, aber Angriff steigern ist das auch nicht so geil. Aber immerhin haben wir keinen negativen Spezialangriff, von daher ist es schon besser als unser Monung. Dann ein Team. Das werde ich dann wahrscheinlich auch zur nächsten Folge nochmal wieder ein bisschen hochleveln. Dann vorhin erstmal wieder die Troller umgeben und alles. Hier erstmal kurz das Ding wieder. Oh, hier lohnt sich dann tatsächlich sogar noch mehr einfach nur auf Blut zu gehen, ne? Obwohl der Angriff steigt ja auch durch das Wesen. Hm. Also eigentlich gleicht sich ja wieder aus, ne? Aber der Spezialangriff jetzt sinkt oder der Angriff steigt wiederum. Und der Spezialangriff normal ist. Dütütüt, hier Lockduft weg. So, Fire Sets. Ist jetzt diese Route hier auch noch allzu groß? Ich glaube, da links quasi die Kurve der Map sehen. Ich glaube, danach ist schon zu der Ende, oder nicht? Jawohl. Mit 3 machen wir Route heute noch zu Ende. Dann können wir morgen gleich in die Prüfung starten. Evoli. Ja, schon, das gab es hier eigentlich auch theoretisch auf der Insel hier, glaube ich, aber. Ja, da wir das nur noch den Dschungel vor uns haben als Ort zum Pokémon fangen. Also von der oberen Hälfte, wir haben ja noch die untere Hälfte da nachher dann. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwo ein Evoli rumlaufen kann. Ach komm. Okay, war ein Volltreffer. Wenigstens. Das ist einfach eine normale Damage gewesen, dann hätte ich mich schwer geärgert. Aha. Aha. Wow, danke. Ja, ich finde, der Flinktower sollte stärker sein als Obstokrieb. Von der Prior her. Das ist unfair. Vielleicht sollte ich nicht weiter Pampui die hauptsächliche Erfahrung geben, wenn das nachher aus dem Team rauskommt. Eventuell. Wie gesagt, macht also, ich glaube, der nimmt sogar doch wieder Magnesio mit, macht vielleicht immer noch mehr Sinn als Pampui hier.
Weil natürlich Mario Kart auch nicht wirklich was machen würde, aber. Boah. Wen tun wir mal nach oben? Ja, du. Dich tun wir nach oben. Na, ich müsste noch ein paar Trainer kommen, weil von der Tür ja zwei Level höher ist, die Prüfung müsste ja eigentlich irgendwas passieren noch. Irgendwo müssen wir die zwei Level hierher bekommen. Also ein paar Trainer müssen die noch sein, dafür gute. Ganz ehrlich, keine Zeit verschwenden. Oder einen Pflücker einsetzen. Aha. Dich kenne ich irgendwo, ja. So, ob sein schneller ist als meins. Wehe. Ach du blödes Vieh. Dann wechsle ich doch lieber raus. Und zwar auf dich. Dann lass mal bitte den Z-Attacke ein. Als ob er jetzt eine Kampfattacke einsetzt. Der macht aber nicht so viel Damage. Ja, so. Ich geh mir im Sack, ey. Treff! Ah ja, okay, das funktioniert. Mir mit. Hypertreff finden wir jetzt schon, alles klar. So viel HP haben wir noch gar nicht. Aber okay. Ein Miltank. Ein Durchbruch, würde ich sagen. Das hat auf jeden Fall weh. Durchbruch nur so weh. Man hat so eine hohe Verteidigung. Mit Tanks allgemein sehr tanky, ne? Machen wir doch einfach mal unseren Z-Move hier. Ja, der Meter macht ganz schön Damage. Und Stamm vermehren, das wäre es gewesen. Soll ich mal raustauschen, ey? Ne, muss ich nicht. Ich hab eine Wasserdüse. Dann. Ja, dann sind wir schon bei 24. Aber das heißt, sind wir, glaube ich, eh jetzt gleich beim Pokémon Center angekommen. Wieder eine Kurve, das ist ja wahrscheinlich ein Trainer gewesen. So, wir sind zurück. Und
Ach, wir sind noch gar nicht ganz. Schon da sind wir jetzt, ne? Haben wir noch irgendwas? Dann gibt es ja auch nochmal Trainer, kann das sein? Okay, aber tatsächlich, auch wenn die so kleine Trainer sind, ich glaube, wir haben ja trotzdem. Warte, guck mal kurz. Ist der Weg frei zum Plätscherhügel? Dass wir davon hier reingehen könnten? Sieht so aus, ne? Jo, dann würde ich sagen, wenn ich hier die Folge. Ja, nehme Magnetio nochmal wieder mit. Anstatt Pampui. Und trainiere unsere Mannung nochmal hoch. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.